Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handpuppen unter der Lupe. Diesmal mit der Living Puppets Tamika. Tamika ist eine Fledermaus, es ist vielleicht die Schwester von Gaston oder vielleicht auch eine entfernte Verwandte, man weiß es nicht. Aber wie Tamika denn genau ausschaut, was die besonderen Details an Tamika sind, das schauen wir uns jetzt einmal etwas genauer an. Fangen wir als erstes mal bei dem Kopf an. Wir haben hier oben so einen kleinen netten Haarbüschel, der sieht so ein bisschen frech aus, wie ich finde. Lässt sich auch wieder einmal so ein bisschen modellieren. Das heißt, man kann dann so eine kleine freche Frisur dann machen. Wir haben bei der Tamika hier so Wimpern, die auch durchgehend sind. Nicht so wie bei einer anderen Handpuppe, die ich schon mal vorgestellt hatte. Da ist das nämlich leider nicht so. Dann haben wir hier zwei blaue Augen. Wir haben hier vorne eine kleine süße Stupsnase ohne Nasenlöcher. Wir haben hier zwei schöne Ohren, die auch wirklich sehr Fledermaus-typisch aussehen. Die sind sehr weich, also da ist nichts irgendwie, dass es so versteift ist oder so. Das finde ich ganz gut. Dann Klappmaul, keine Zunge. Dafür haben wir hier zwei kleine Zähne, die sich immer so ein bisschen nach innen biegen. Dann haben wir hier am Hals haben wir hier so einen, nochmal einen Kragen, der auch so in der Farbe ist wie von dem Haar. Das ist so ein helles Braun ist das. Und dann haben wir zwei Flügel, die leider nicht bespielbar sind. Beziehungsweise hier dann noch extra mit Händen, mit vier Fingern. Ich sage jetzt mal vier Fingern oder vier Krallen. Und hier nochmal um die beiden unter den beiden Handflächen, wo es halt zum Flügelansatz geht, nochmal so zwei kleine Büsche, die sind auch nochmal in diesem grau-braun von diesem Torso hier. Die Flügel sind ein bisschen genäht, also beziehungsweise die typischen Flügel, ich sag jetzt mal Flügelglieder, sind hier so ein bisschen mit Nahten nochmal nachgearbeitet, dass es nochmal mehr Struktur, mehr Lebendigkeit dann hat. Auf der anderen Seite ist genau dieselbe Farbgebung wie hier auf der Innenseite. Es ist ein sehr schöner, weicher Stoff. So wie auch alle anderen Materialien, die hier verwendet wurden, sind schön weich. Dann haben wir hier unten haben wir zwei Füße, die hier so, sieht ein bisschen aus, finde ich, wie Entenfüße, ist aber nicht weiter tragisch. Und wir haben dann hier nochmal auf der Rückseite auch nochmal hier so einen rückwärtigen, ich glaube so eine Krallen sind da ja eigentlich dran bei den Fledermäusen. Ich kann das ja mal gleich einblenden, damit du dann auch nochmal einen Vergleich zum Originaltier siehst. Wenn wir die Handgruppe einmal umdrehen, dann haben wir das hier auch nochmal hier so eine Art kleinen Schwanz. In die Handpuppe selber gelangen wir hier unter den Flügeln am Rücken der Handpuppe. Abschließend muss ich sagen, mir gefällt Tamika eigentlich ganz gut. Das Einzige, was mich halt stört, sind die nicht bespielbaren Hände. Hier hätte ich mir wirklich Spielstäbe gewünscht, sodass es eine Möglichkeit gibt, die Hände zu bespielen. Sonst muss man halt so dann seine eigenen Hände nehmen. Das geht auch eigentlich ganz gut, aber es ist halt schöner, immer finde ich, wenn man wirklich nicht die eigenen Hände nehmen musste. Also das heißt, wenn Spielstäbe vorhanden sind. Könnte man vielleicht auch hier mit einarbeiten. Ist aber auch vielleicht so ein bisschen der Sicherheit geschuldet, dass Mattes Spielprodukte da vielleicht auch nochmal sicher geben will. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hier nur einmal der Vorschlag, beziehungsweise das Einzige, was ich hier als Kritik anzubringen hätte. Ansonsten 60 cm misst Tamika in der Spannweite, das heißt einmal von dieser Seite bis zu dieser Seite. Tamika ist 35 cm hoch, kostet derzeit 52 €. Ich finde, das ist ein ganz guter Preis.
Wie gesagt, das einzige Manko halt mit den Spielstäben, die man sich aber auch selber aus Aluminium zurechtbiegen kann, wenn man ein bisschen geschickt ist mit Zange und ja, vielleicht einer harten Metallecke, wo man das dann drüber biegen kann. Dann war es das eigentlich für heute. Ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, dein Hannes.